Liebe Münchnerinnen und Münchner, ich muss mal eines sagen. Es ist eine ganz große Freude, unsere Schäffler bei diesem großartigen Tanz wiederzusehen, zu spüren und zu erleben. Herzliches Dankeschön an euch. Wir freuen uns alle total. Vielen Dank. Es stimmt. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, wäre denn jetzt nicht eigentlich die Zeit für so einen Tanz? Was wir die letzten 2 Jahre erleben, ist schon für uns alle schwierig. Alte Gewissheiten über Nacht. Eine Pandemie, eine globale Seuche auf der einen Seite, jetzt der Krieg. Mich haben manche gefragt, wieso kann man auch Oktoberfest machen? Wieso kann man solche Veranstaltungen machen? Es ist doch alles so schwierig. Keiner vergisst, was woanders stattfindet. Keiner denkt nicht an die Menschen, denen es anderswo schlecht geht. Aber um Kraft zu haben, anderen zu helfen, muss man ab und zu verschnaufen und braucht man ab und zu wieder ein bisschen Lebensfreude. Wir haben eine große Krise gemeinsam gut bewältigt. Wir haben Leben gerettet, wir haben vieles vorangebracht. Und wir werden auch diese neue Krise überstehen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns auf das besinnen, was wir haben und wenn wir ein Stück weit Hoffnung haben. Und ihr macht uns heute Hoffnung. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Es gab schon so viele Krisen über die Jahrhunderte. Aber die Schäffler waren immer da. Und es gehört zu Bayern und München untrennbar dazu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle anderen Bundesländer sind auch schön. Aber, jetzt kriege ich wieder Schimpfe hin. Ja. Aber Bayern ist ein Stück schöner, meine Sehr. Ein ehemaliger österreichischer Bundeskanzler, schon ein bisschen länger her als der amtierende, Bruno Kreisky, der kommt gern nach Bayern. Weil wenn er in Bayern ist, ist er nimmer in Österreich, aber auch noch nicht in Deutschland. Und man merkt es so richtig, dass wenn die Leute an Bayern denken, an München, dann denken sie an irgendein Bundesland, das ist ein Lebensgefühl. Und was macht es bei uns aus? Da ist zum einen modernste Technologie. Wir investieren in die Zukunft. Modernste Arbeitsplätze. Manchmal ist es uns fast schon zu viel, wie viel alles uns kommt. Aber auf der anderen Seite diese Tradition, dieses Besondere, das Brauchtum, das Ehrenamt, dieses Engagement, das, was uns an einigen Stellen so auszeichnet. Und dazu gehört untrennbar zum Gesicht und Seele Bayerns, zu Gesicht und Seele Münchens, gehört ihr dazu. Euer Tanz ist eine eigene Wissenschaft, das weiß ich. Habt ihr mal lang noch Zeit zwischen uns zu trainieren? Und es funktioniert. Ihr macht es aber ganz hervorragend. Ich danke euch, dass ihr den normalen Rhythmus unterbrochen habt und heute allen, die hier da sind, dieses Gefühl für Bayern, dieses Gefühl der Hoffnung und dieses besondere Gefühl auch zu geben, es ist schlimm, aber wir sind da und wir bleiben auch da. Herzliches Dankeschön an euch, ein vergelt's Gott. Ich lade euch jetzt zur Brotzeit ein und sage nur eins, die nächsten Tage freuen wir uns, dass die Schäffler da sind. Und wenn sie da sind, ist einfach alles gut, meine Damen und Herren. Herzliches Dankeschön. Viel Erfolg gemeinsam im Zug.